Ja, Leute, wir reparieren heute mal einen Sitz von dem Kompakt, weil die Zurückstellung geht nicht mehr. Also der Griff, was an der Seite dran ist, ist ausgehangen. Und das könnt ihr anwenden, Kompakt, Coupé und Cabrio. Ja, und das reparieren wir jetzt einfach mal. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, los geht's. Der hier geht natürlich nicht. Und hier ist er abgebrochen. Und das werden wir jetzt reparieren. So, wir müssen jetzt erstmal hier den Seitengriff abmachen, dass wir die Rückenlehne rauskriegen. Ist ganz einfach eigentlich im Endeffekt aufgebaut. Nur, wenn man da ein bisschen ungeschickt dran geht, bricht der gerne ab. Und wie gesagt, man geht hier oben vorsichtig rein mit dem Schraubenzieher und drückt es in seine Richtung ganz leicht. So, und außen ist er. Der ist hier einfach eingerostet. Und jetzt können wir das außen noch wegnehmen. Das ist einfach nur geklipst. Zack. Also hier geklipst. Und hier sehen wir, da ist auch schon abgebrochen gewesen. Wir haben ja beide Seiten. Genau, wir haben nämlich uns alles neu organisiert. Und jetzt machen wir die Lehne hinten ab. So, hier unten seht ihr die Schraube, die ist einmal links und rechts, unten, ziemlich weit unten am Sitz, hier zum Beispiel neben dem Gurt, die dreht schon durch. Die dreht nicht durch, die dreht hier. Ja, weil das kaputt ist, aber das ist gut, wir haben das noch. Ja, das ist schon los. So, die Schrauben sind ab und jetzt macht mein Kollege das runter. Einfach dann nur anziehen und dann ist schon unten. Oh. Ja, so einfach ist und hier ist ausgerissen, oder? Ja, das ist ausgerissen. Gut, wir haben hier noch eine neue werde hier stehen. So, und was ich meistens aushängt, das sehen wir hier jetzt schon. Hier hat sich einfach das Teil verabschiedet. Es hat sich da ausgehangen. Und deswegen geht diese Seite hier nicht mehr. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass auch hier die ganzen Aufnahmen rausreißen und dann geht es auch nicht mehr, oder der Bowdenzug, wo nach unten geht, reißt auch gerne. Aber der sieht noch fest aus, das schauen wir jetzt dann gleich nochmal nach. Ja, wir werden jetzt hier mal die Stange tauschen und einhängen. Und ja, das geht wie folgt. So, wir haben jetzt doch festgestellt, dass die Seite hier der Clips gebrochen ist. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch, dass das Teil schief hängt. Normalerweise müsste das hier viel weiter hinten stehen. Und das tauschen wir jetzt. Das sind hier 3 Clips im Normalfall. Und hier oben 2 so Stifte. Oder hier oben ein Stift, hier unten ein Stift drin. Also so sieht das Teil im ausgebauten Zustand aus. Hier ist so ein kleiner Clips drin. So ein Stift, der wo sich hier dann spreizt, dass das dann drin hält in dem Sitz, in der Fläche halt hier. Und hier sind dann die 2 Haken, die wo sich halt hier einhängen, und auf der Seite auch noch mal einer. Und hier oben ist noch so ein Stift drin, das bauen wir jetzt da rein. Wir bauen aber die andere Seite, weil das ist die verkehrte Seite. Und ja, das bauen wir jetzt mal schnell raus. Da der jetzt eh schon kaputt ist, können wir einfach an dem Ding anziehen. Aber unten hängt trotzdem noch der Stift, glaube ich, drin. Da unten ist der Stift noch drin. Hast du den auch noch raus? So. Da das jetzt kaputt ist, macht es da jetzt eh keinen Sinn mehr, da vorsichtig umzugehen. Ja. Steckt der bitte. Genau. Professionell mit einer Rohrzange. So. So sieht es jetzt aus. Hier hängt schon so ein wichtiger Fetzen davon. Also von daher eh alles im Arsch. Jetzt müssen wir hier den Bowdenzug aushängen. Es geht wie folgt: einfach hier dran ziehen und dann über die Lasche hier aushängen. So, wir haben jetzt hier den Bowdenzug, hier die neue Verriegelung. Und jetzt müssen wir das hier in die Lasche hängen. Ich hoffe, ihr seht das so einigermaßen gut. Also hier. Und wenn es sich jetzt nicht
einigermaßen verdreht, dann kriege ich das ordnungsgemäß rein. So hier rein, verdrehen, dann das Ganze ziehen, einhängen mit ein bisschen Druck. So, jetzt müssen wir das wieder da einhängen. Wir haben jetzt da hinten Löcher. Das zeige ich euch mal. Wir haben jetzt hier Löcher. Hier unten eins und hier oben eins. So, ich mache das jetzt hier rein. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr die Teile da in die Löcher reinbekommt, oben und unten. Und die Verklipsung hier über die Metallklammer oder über das Metall rutscht. Einigermaßen. Und schauen, dass ihr halt nichts abbricht. So. Da unten ist es in dem Loch drin. Oben haben wir jetzt wegen. War das auch drin. Jetzt eigentlich nur randrücken, wenn es geht. Das wäre jetzt drin. Und dann hier wieder das hier verbauen. So, wir können jetzt trotzdem die Metallstrebe tauschen gegen die andere, was wir uns besorgt haben. Weil ich bin jetzt nicht so sicher, ob die noch hält, weil die einfach da ausgehangen war. Deswegen, wenn man jetzt hier mal aushängt, da sind nur Gummi dran, den kann man ja langziehen, einhängen. Irgendwie so war es, glaube ich. Und dann hier oben rein und das ist auch wieder so ein Stift, wie gerade eben da. So. So, wir wollten den Sitz jetzt noch zusammenbauen. Jetzt ist uns noch aufgefallen, dass die Hoch- und Runterverstellung vom Sitz auch nicht mehr so wirklich hält. Also wir haben es jetzt mal eingehangen, es hängt sich immer wieder aus. Da ist der baumsuchte Teil, was in den Mechanismus, wo es einrasten soll, ausgelutscht. Und dazu müssen wir jetzt die beiden, oder den Baumsuch müssen wir jetzt tauschen und dann müssen wir die drei Hebel ausbauen. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man da rankommt. Entweder die komplette Schiene unten wegbauen oder mit dem Trick, wie wir, ja, ein Trick ist es nicht, aber mit dem kleinen Schraubenzieher kommt man auch ran. Und es sind drei Schrauben, dann kann man das ganze Plastik wegnehmen. Das zeigen wir euch jetzt, wie es weggeht. Ja, und dann, wie man den Baumzug tauscht. Kannst du mal zeigen, wo die vierte Schraube normalerweise sitzt? Die vierte Schraube sitzt normalerweise hier unten. Ja, und dazu muss? Dazu normalerweise? Muss normalerweise dieses komplette Gestell weg. Aber wir haben es mit Trick gemacht. Zeig's mal. Zeig mal die schöne Ratsche. Mit dieser kleinen Ratsche und dann so. Ein Bit halb drauf gesteckt. Und da reingesteckt. Und reingesteckt. Dann funktioniert das auch. So. Hier unten noch gesteckt und da draußen. Und jetzt wieder rückwärts einfummeln. Ja, also erstmal. Wenn man da das durchkriegt, natürlich. Drin. So. So, Gegenstück vom Baumzug, wo wir jetzt im Griff reingemacht haben, müssen wir jetzt hier unten im Sitz einhängen. Ist jetzt ein bisschen blöd zu filmen, aber ich hoffe, ich kann euch das jetzt einigermaßen erklären. Ich muss jetzt hier rein und dann einmal verdreht werden, dass es nicht mehr rausrutscht. Und der Baumzug muss hier oben in den Zapfen eingerastet werden. Und dann ist er schon drin. So, jetzt sind wir fertig. Und jetzt müssen wir noch die Funktion testen. So, und dass das jetzt wieder funktioniert, können wir euch jetzt demonstrieren. Ziehen wir am Griff. Ja, klappt doch wieder. Und so einfach ist es gelöst.
So, wir haben jetzt alles getauscht, was getauscht werden musste. Wie gesagt, hier, das Teil war ja kaputt. Dann der Baum so von der Hoch- und Runterverstellung. Jetzt machen wir hier wieder den Sitz komplett. Machen wir die Lehne dran. Kannst ja ranstecken. Ja. Im Endeffekt, genauso wie es abgemacht wurde, wieder dran. Sitzfläche hinten wird dann hier unten verschraubt mit zwei Torx-Schrauben und das machen wir mal. Das kannst du ja auch mal zeigen. Genau. Die hat da. Die? Wie sieht die aus? Warte mal. Ob man es überhaupt schon sieht. Ja, zeig's mir. Der Seiten hat die so Einfräsung. Das stimmt. Dass die Verzahnung hier reinrutschen kann. Das hat sie auf der nicht. Und du hast es verkehrt rum rein. Ich hatte es verkehrt rum rein. Deswegen ging es nicht. Und wenn du jetzt so machst. Ach, das ist ja einfach. Jetzt die Kopfstütze, wo ist die? Kopfstütze! Du kannst sie jetzt aussuchen, Leder. Kann man jetzt aussuchen? Leder? Aber ich glaube, Leder passt schon besser zu dem Sitz. Na, weil er Leder ist. Ja. Ja, musst du ein wenig fummeln, das geht schon rein. Ist das richtig rum? Ja. Ja. Und jetzt noch die Seiten da. So, die Seite hier. Müssen wir auch noch reinmachen, die Verkleidung hier. So, drückst du den Sitz mal ein wenig an, weil ich denke mal, das. Wir schauen, dass wir hier in die Einkerbungen müssen wir reinkommen. Das muss hier in die Einkerbung. So, wie gesagt, in die Nasen reinrasten lassen. So, jetzt müssen noch die Griffe rein. Wenn ihr jetzt die Beifahrerseite auseinandergelegt habt, gibt es zwei verschiedene Griffe. Ihr seht es ja schon von der Form her. Der kleinere ist für die Seite, wo zum Fahrersitz zeigt. Die andere Seite ist natürlich dann für die Seite, was auf der Beifahrerseite zur Tür zeigt. Und die machen wir jetzt wieder rein, die schiebt man einfach rein, die rasten dann ein. So, einfach hier wieder ins Loch rein und einmal drauf, ja, einmal draufhauen im Endeffekt. So, wir haben jetzt den Sitz hier fertig. Hier ist das Teil, was wir uns von dem alten Sitz ausgebaut haben. Wir haben jetzt hier die Fläche, wo jetzt hinten dran ist, nee, die mittlere Seite war es, haben wir getauscht. Da war der Bodensuch ja kaputt, hier der ausgelutschte hier. Und ja, alle anderen Bodensüge gehen im Endeffekt genauso. Die Sitzverstellung nach vorne haben wir jetzt auch gemacht. Da gehört das beide dazu und die Stange. Und der Bodensuch dazu, den haben wir ja hier drin verwendet. So, ihr habt jetzt gesehen, wie das geht. Wie man einen Sitz komplett auseinanderlegt, wenn man jetzt den Stoff runterziehen möchte, habe ich mal ein Video gemacht vor längerer Zeit. Ich packe es einfach in die Infobox oben rein oder in die Videobeschreibung. Wie man einen Sitz ausbaut, habe ich jetzt noch kein Video gemacht, aber das ist im Endeffekt selbsterklärend. Vier Schrauben, unten die Stecker abmachen, wenn man Sitzheizung hat und dann Sitz rausnehmen und fertig. Ich wünsche euch wieder was, Leute, und Servus, bis zum nächsten Video.